Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 18. Wir spielen weiter unsere Skillspiele. Beim letzten Mal waren wir eigentlich schon relativ gut. Wir haben hier die Basics abgeschlossen. 8 von 8 fertig und mit Passen angefangen. Bei diesem Flachpass Gold hatten wir schon mal ein bisschen Probleme. Und jetzt gehen wir an die Flachpass Skill Challenge. Und ja, es wird lustig, denn wir müssen möglichst oft in die Minitore schießen. Das gab es auch schon bei FIFA 17. Das heißt, wir müssen immer in das farblich markierte Tor schießen. Und das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, genau. Das meinte ich nämlich. Es geht nämlich natürlich auch so ein bisschen auf Zeit. Und schon war es wieder falsch. Ach, goddammit. Schon geht's los. Aber, wie gesagt, ich weiß ja, dass ihr mich leiden sehen wollt. Es muss ja nicht fest sein. Ja, aber wenn man feste schießt, gibt es natürlich mehr Punkte. Wenn es direkt abgenommen wird, gibt es auch mehr Punkte. Und ich garantiere euch schon mal, bei den Skill-Challenges werden wir nicht exzellent schaffen. Das ist unwahrscheinlich, dass wir die Skill-Challenge schaffen. Wirft schon die Ballmaschine schräg. Das ist ja fies. Ah, das war's. Naja, immerhin schon mal die C-Wertung. Das machen wir nochmal und es geht sofort los. Das geht mir zu schnell los, ehrlich gesagt, weil ich mich erstmal justieren muss. Wo bin ich überhaupt? Und ich habe jetzt noch nichts getroffen. Oh Gott. Yay! Das ist ja wahnsinnig schlecht. Oh. Kann man eigentlich die Bälle wegschießen? Das wäre natürlich fies. Aber ich treffe sehr auf den Pfosten. Ich finde, der Begriff, man sollte das. Also, wir sollen ja das Tor treffen. Ich finde, das mache ich. Ich treffe sehr oft das Tor. Also, diese Skill Challenges, also wirklich die schwierigste Stufe von allem. Weiter so. Sehr gut. Das war grandios schlecht. 6000 Punkte. Das war nicht drin, aber immerhin ein paar Punkte. Das Problem ist, ich muss den Ball eigentlich direkt abnehmen, sonst kriege ich halt kaum Punkte. Shit. Und je fester ich schieße, desto mehr Punkte kriege ich, aber desto schwieriger ist es auch, sofort da reinzutreffen. Das ist gerade gar nicht so schlecht. Das ist schlimm, dass diese beiden links, ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass die links und rechts nicht, ja wirklich links und rechts stehen, sondern leicht versetzt nach oben und unten. Das ist fies. Und so gut es angefangen hat, so umso schlechter lässt es nach. Mehr Einsatz, das ist ja Stufe D, das ist ja noch, ist ja auch schlecht. Aber auch nicht direkt abgenommen. Sehr ultra schlecht. Oh Gott, dammit. Irgendwie gerade vor dem Fernseher setzen oder wie? Also wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, wir spielen natürlich auf der PlayStation 4. Oh, voll vorbei. Nein, falsches Tor. Nein, das war zu hoch. Habe ich gemerkt. Der trifft. Und ja, man kann den Ball wegschießen, das ist natürlich auch toll. Naja, C-Wertung. Aber schlechter als beim ersten Versuch. Also ich werde mich jetzt nicht ewig mit jeder Disziplin aufhalten lassen, aber so eine Zeit lang will ich mich schon bemühen. Was denn schon wieder? Was? Warum habe ich jetzt Punkte bekommen? Also weiter so ist schon mal eine schlechte Wertung. Das gibt's doch nicht. Warum treffe ich denn dieses doofe Tor nicht? Oh, dammit. Mehr Einsatz. Das hat sowas von Sieges, Teilnehmerurkunde. Das hast du, er war stets bemüht.
Der Ball kommt wieder zurück. Das ist auch irritierend. Und ihr merkt, ich rede weniger, also konzentriere ich mich. Das übliche. Der war lustig. Im Prinzip macht es mehr Sinn, dass ich einfach mal feste drauf schieße, weil dann kriege ich mehr Punkte. Wenn es daneben ist, ist es trotzdem besser als zweimal nur 600 Punkte. Aber. Och, geil. Thiago, du sollst dich doch mit Bällen auskennen. Und wir können natürlich auch mal einen anderen Spieler nehmen. Jemand, der passstärker ist. Mehr Einsatz ist jetzt auch nicht so toll. Und ich finde es immer noch doof, dass es halt so instant losgeht. Macht halt einen Countdown, wann es losgeht. Beim ersten Schuss rechne ich noch nie damit, dass es schon losgeht. Okay, komm, fang nochmal an. Okay, fang nochmal an, wenn schon so losgeht. Das war das falsche Tor. Ich weiß es. Das ist auch blöd, wenn der Ball dann so ewig da unten umher eiert und kein neuer Ball kommt. So, mach schneller, ich will ein Tor schießen. Sehr schön. Sehr schön. Pfosten. Da liegt ein Ball in der Nähe, der mich irritiert. Also, weiß ich nicht, B-Wertung möchte ich irgendwie schon erreichen. Ob ich jetzt die A-Wertung erreiche überall, glaube ich tatsächlich nicht. Aber das dürfte doch bisher die beste Punktzahl sein. Immerhin 17.555. Ist aber immer noch relativ wenig. Okay, komm, probieren wir es nochmal. Ja, da oben. Da oben. Oh, der war schön. Nein. Knapp. Nein. Das ist halt auch Glückssache, von wo der Ball kommt. Wenn der Ball von hinter mir kommt und ich in die andere Richtung schießen muss, dann natürlich kann ich ihn nicht direkt abnehmen. Exzellent! Wir haben exzellent geschafft! Wow! Cool! Dann beenden wir das ganz schnell, weil ich total glücklich bin, dass wir das alles auf A geschafft haben. Puh! Sehr cool! Und weil Flachpass so lustig war, machen wir jetzt fortgeschrittenen Flachpass, also die nächste Kategorie, auf Bronze. Also wieder ein bisschen einfacher. Fortgeschrittener Flachpass Bronze. Passe zum Mitspieler, der sich in einer aussichtsreichen Position befindet. Versuche den Mitspieler mit Steilpässen zu schicken, also quasi mit Bällen in den Lauf. Ja, das sollten wir doch hinkriegen. Zack. Achso, und schießen. Ah, und dann kriege ich auch noch Bonuspunkte durch Tore. Okay, super, sagt mir das doch. Da muss ich mich doch anstrengen. Nicht nur einfach passen. Diese neuen Pfeile, die dann immer beim Schuss eingeblendet werden, die finde ich teilweise ganz lustig. Kann ich auch. Ich darf nicht flanken. Okay. Die finde ich auch witzig, weil man die auch in der Sofortwiederholung während des Spiels sieht. Was ziemlich cool ist, weil man dann nämlich mal einen Eindruck bekommt. Ja, man sagt ja immer so schön gerne bei FIFA, ich hab doch geschossen. Ich hab doch das und das gemacht. Und da sieht man dann tatsächlich mal, was man wirklich gesteuert hat. Ja, wir haben exzellent geschafft. Ich probiere es aber nochmal, weil da wieder jemand vor mir ist. Ich kenne die übrigens alle nicht. Das sind alles Leute, die ich in der Liste habe wegen Trophäen. Die fliegen dann irgendwann mal wieder raus. Okay, das war blöd. Machen wir nochmal. Also es sind keine, ich sag jetzt mal, ups, blöd, machen wir nochmal. Es sind keine echten Freunde, so gesehen, ich kenne die alle nicht, deshalb rede ich auch wahrscheinlich nicht so.
nicht immer nett über sie. Sagen wir es mal so. Und schon treffe ich wieder einen Pfosten. Das ist doch zum Mäusemicken. Der war schön. Ja, aber der hat viele Punkte. Ich glaube 17.000. Das schaffe ich jetzt hier schon wieder nicht. Da muss halt wirklich jeder Schuss sitzen. Und jetzt haben wir schon unseren letzten Versuch. Und damit komme ich sicherlich nicht über 17.000. Ah ne, hat gereicht. 13.000 waren es nur. Perfekt. Dann behalten wir das. Der Klaus. Nächstes. Fortgeschrittenen Flachpass Silber. Passe zu deinen Mitspielern und verhindere, dass die Gegner an den Ball kommen. Direktpässe haben eine höhere Fehlerquote. Das ist ja auch wieder so Tratze, oder? Aber nur noch mit einem Spieler und dafür auch nur noch drei drumherum. Ja, was war denn das, Ribéry? Danke. Laufe im Ball rein und verliere ihn. Ganz toll gemacht. So. Nett, dass die dann doch so öfters mal hin und her laufen. Das macht mich zwar teilweise ein bisschen kirre. Okay, ich habe mal die Direktpässe geprobiert. Die sind natürlich... Boah, eine F-Wertung, ehrlich. Eine F-Wertung. Are you kidding me? So schlecht war es jetzt auch nicht. Na gut, man muss natürlich wieder fehlerfrei machen, dass man die Bonuspunkte kriegt. Und natürlich halbwegs schnell. Nein! Nein, das ist böse, wenn die plötzlich loslaufen. Bleibt doch an der Stelle stehen, dann weiß ich doch, wo ihr seid. So, was bringt mir das jetzt, wenn ihr auf einer Linie seid? Ja, vielleicht doch ruhiger, ein bisschen ruhiger. Das ist super. Halt den da oben noch ein bisschen fest, das ist klasse. Nein. 6.000 Punkte. Na, immerhin schon mal D. Das ist ja schwach. Hallo, das ist Silberwertung. Ja, aber es ist wieder so ähnlich wie vorhin. Sobald man Fehler gemacht hat, dann kriegt man halt keine Punkte mehr. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ein Fehler und schon hat man keine Punkte. Heißt mit anderen Worten, es lohnt sich mal zu warten, ne? Aber habt ihr gesehen, ich habe jetzt pro Schuss 1000 Punkte bekommen. Also so kriegt man natürlich wahnsinnig viele Punkte hin. Aber das wird jetzt halt leider nicht für eine ganz tolle Wertung reichen. Man hat übrigens drei Versuche insgesamt. Steht oben, habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Und noch haben wir eine C-Wertung. Ja. So, jetzt haben wir eine B-Wertung. Oh, was machst denn du, Kimmich? Hau den Ball einfach weg. Ist doch blöd. Ja, gut gemacht. Bonuspunkte ein paar. Reicht aber nicht. Aber immerhin 17.000 Punkte. B-Wertung. Das kriegen wir besser hin. Also wir müssen eigentlich nur, ja, in Anführungszeichen, eine Minute lang durchhalten. Und es hilft halt ungemein, wenn ihr euch nicht die Bälle wegschlagt gegenseitig. So, immer mal ein bisschen warten, damit ich weiß, wo der gute Mann hinläuft. Nein! Da wollte ich nicht hin. Nein! Okay, nächster Versuch. 9.000 Punkte haben wir. Haben noch eine halbe Minute Zeit. Also wenn man hier wirklich durchspielt und dann wirklich pro Schuss 1000 Punkte bekommt, dann ist es natürlich relativ... Sammeln sich die Punkte natürlich relativ flink an. Man muss es halt nur mal schaffen. Jetzt natürlich ein bisschen hektischer, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Reicht's? Nee, B. 16.000, war mal zu verbessern. Ja, ich muss es einmal fehlerfrei hinschaffen. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist gar nicht so das Problem. Wenn man es fehlerfrei hinbekommt, kriegt man so viele Punkte. Plus wahrscheinlich auch noch Bonuspunkte. Ach komm, dammit. Aber es passiert halt bei FIFA auch immer noch,
Was war das denn? Dass er einfach nicht das macht, was man ihm. Das war definitiv der schlechteste Versuch bisher. Ja, definitiv der schlechteste Versuch. Nochmal. Ja, es ist. Was ist denn los jetzt? Konzentrieren, nicht reden. Ich erzähl's gleich. Ja, also es ist halt oft immer noch so, dass man einfach irgendwie zu Spieler 1 passen will und dann passt er doch zu Spieler 2. Und manchmal. Genau das! Warum läufst du jetzt plötzlich wieder rüber? Das ist verwirrend. Du sollst nicht rüberlaufen. Das hilft mir nicht. Getunnelt. Ich glaube, ich muss gleich wirklich mal. Was macht ihr denn beide an der einen Ecke? Das, dann kann ich niemanden anpassen. Großartig. Ganz hilfreich. Super. Okay, ich spiele jetzt mal wirklich ein bisschen ruhiger. Und versuche nur die sicheren Pässe zu machen. Wobei das. Was machst du denn? Weißt du, du musst schon irgendwo hinlaufen, wo du mir hilfst. Nicht hinter einem Gegner dich verstecken. Kann ich nicht passen. Oh, kriegt er. Und trotzdem kriegt er den Ball. Ehrlich, ich wollte nicht so spielen. Ja, willkommen beim Spaß Skill Games. Goddammit. Ja, jetzt liegt mein Spiel am Boden. Das hilft auch nicht. Ja, so. Super. Guck mal, damit kann man was anfangen. Jetzt lauft ihr sinnvoll. Das war nicht so sinnvoll. Ja, jetzt lief's gut, aber mir ging die Zeit aus. Ach, toll. Also es wäre wirklich einfacher, wenn ihr einfach mal stehen bleiben würdet. So. Schon 500 Punkte pro Pass. Fast. Immerhin. Jetzt habe ich mal gewartet. Ah, Gott. Warum läufst du da los? Ey, ich da hat den gar nicht gespielt. Okay, ich bin aber schon auf einer B-Wertung. Vielleicht geht da jetzt noch was. Ich habe nur noch 5 Sekunden, das ist das Problem. Oh, fast. Die paar wenige Bonuspunkte bringen mir auch nichts. B-Wertung war nicht das Beste. Gut, probieren wir es nochmal. Das war jetzt vor allem fies, weil der hat den gar nicht gehabt. Der hat ihn vielleicht mal gestreift, aber das war's dann schon. Runter und hoch. Also immer so zweimal. Außer ich bin mir gerade sehr sicher, dass es funktioniert. Einmal. Guck, jetzt läuft er wieder in die eine Ecke, wo schon ein Spieler ist. Danke. Ich kann nicht in dieselbe Ecke passen. Also ja, ich kann den Ball abschirmen. Toll. Aber dann mache ich keine Punkte. Was war das denn? Was war das denn? Du musst doch den Ball spielen, nicht ruhig rollen lassen. Oh Mann. Kein Wunder, dass ich es nicht schaffe. Hallo, das ist nicht mal Gold. Ja, und schon ist die Zeit aus. Ja, fast an unserer 16.000. Okay, einmal probieren wir es noch in diesem Teil. Krotzdammit. Wenn wir jetzt so langsam anfangen, ist es kein Problem. Mittendrin ist viel böser. Wir gehen uns ein paar hundert Punkte durch die Flöten. Gehen uns ein paar hundert Punkte flöten. So rum. Nicht durch die Flöten, durch die Lappen. Ah, knapp. Hilfe.
Läuft's gut? Wenn ich nicht immer rumlaufen würde, wäre es viel leichter. Ich glaube, wir sind auf Exzellent. Jawohl, wir sind auf Exzellent. Sehr gut. 27.000 Punkte. Wow. Also, da sind wir schon mal ein bisschen besser als unser Zweitplatzierter hier. Und damit sind wir auch am Ende dieses Teils angekommen. Wir haben immerhin diese Skill-Challenge geschafft und zwei von hier. Da haben wir uns jetzt doch ein bisschen schwer getan. Ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.